Moin, willkommen zurück auf der mecklenburgischen Map. Mecklenburgische Map, na, auf der mecklenburgischen Seenplatte, Entschuldigung. So, wir fahren weiter zu Feld 3. Mecklenburgische Map, ja, das hört sich auch doof an, ne? So, er macht auch weiter. Er macht weiter. So, einmal Sorghumhirse. Das kann ja dauern. Was kostet denn der Spaß mich jedes Mal? 6000 Liter passen rein, ja. Big Packs sagt gut 800. 6 Stück 4000. 4,8 insgesamt. Ja, holen wir schon mal ein paar. So, ihn haben wir ja noch vergessen. Da ist der Wegpunkt. Let's go. So. Und in der letzten Folge haben wir ein paar. Da. Aber wie kriegen wir die am besten weg? Oh, da stehen schon viele. Das gibt Geld, Geld, Geld. Du. Das sind 2, 4, 8, 12.000 Liter schon. 1.000, 2.000, 3, 4, also 1, 2, 2, 2, 4, 6, 8. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entschuldigung. Mein Verschulden. 12.000, das wäre geil. So, Feld 3. Brauchen wir noch lange? Wo ist er denn? Ach, da. Dann müsste er auch gleich da sein, der Typ. Fährt er jetzt da vorne bestimmt rein? Dann müsste er eigentlich da sein und dann geht los. Dann lassen wir ihn hier rödeln. Minus 14.000 Euro. Boah. Bist du jetzt da? Mach mal nicht sowas. Halt mal an. Halt an! Hallo. Danke. So, hier wird gespeichert. Hier sind noch keine neuen Aufträge dazugekommen. Okay. Wir gehen hier hin. Wir gehen dahin. In Field Position. Warum hat er zum Kuckuck gleich hier die 1 mit drinne? Oh nee, das ist uncool. Das ist Kacke. Dann knallt er die 1 ja auch gleich durch. Oh nein! Verfluchte. War das hier. Ja, weil das 1 ist, ne? Scheiße. Ja, gut, komm, wir probieren es einfach. Wir probieren es. Machen wir zwei Vorgewinde. Das generieren nicht, dass uns jetzt das Spiel abscheißt. Weil er ganz schön lange rödelt. Der hat die 1 auch gleich mit drin. Passt mal auf. Ich sage euch gleich so, wie es ist. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Der generiert ganz schön lange. Okay. Wir lassen mal ein bisschen Zeit. Vielleicht
Vielleicht klappt das, ja. Okay. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ist unser Spiel abgeschmiert. Ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Mir ist doch echt wirklich das komplette Spiel abgekackt. Na gut, dann machen wir das selber. Müssen wir jetzt hier nochmal halt. Na, ist der Wegpunkt. Hallo. Nee, halt. Na, ist der Wegpunkt. Na, ist der Wegpunkt. Ja, auch sowas kommt dann mal vor, dass einfach mal das Spiel abschmiert. Was ja noch manchmal gar nicht. Was eigentlich gar nicht passieren sollte. Ne? Aber was passiert? Hey. Dann fängt man halt wieder von vorne an. Gut, da mitten in so einer Aufnahme ist das ein bisschen scheiße. Aber was soll's? Kann man nun nicht ändern. Sehe ich zumindest so. Nicht weiter wild. Was soll's? Aber es läuft. Dann wollen wir doch mal. Ja, das andere läuft alles so, wie es soll. Er macht da seine Sorgumhilse. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal an. Einmal den Grummer wieder aufklappen. Ich hatte auch noch einen größeren Grubber. Aber leider funktioniert er nicht so wirklich. Ich muss mal gucken, wenn es ein Update von gibt, dann werden wir den uns holen. Und fahren wir runter den ganzen Kappes hier. Und jetzt so ein scheiß Knicklenker, wie ich die Dinger hasse, ne? Na gut. Aber das sollten wir hinkriegen. Dauert zwar jetzt. Aber so machen wir auch was. Hey, was soll's? Nicht nur alles CP. Das lassen wir nebenbei laufen. So haben wir hier noch ein bisschen was zu tun. Ist auch mal was Feines. Würde ich sagen. Immer lass rennen. Ja, wie gesagt, ich spiele mit Controller. Seht ihr. Bisschen vorproduzieren, weil es geht bald in Urlaub. Und da will man ja seine Ruhe haben. Nicht. Und dann ist gut. Ja, so ein bisschen was vergessen. Ja, wie gesagt, diese Knicklenker sind Kacke. Meiner Meinung nach. Mancher mag sie vielleicht. Ich kann denen irgendwie nichts abgewöhnen. Ne, also. Weiß nicht. Nee. Nicht meins. Bin ich ganz ehrlich. Feld 5? Was ist auf Feld 5? Ach, da wird gepflügt. Genau. Da wird ja gepflügt. Stimmt, der andere auf Feld 7 haut da Sorgumhäuser an. Was ist das? 2% weg? Okay. Dann mal gucken. Wir haben ja schon nochmal Bettenmatt gekauft. Ne?
Was? Wer wird blockiert? Ist das denn dummer Ernst? Jetzt wird er hier echt nur... Ja, weißt du was, fahr. Ich habe alle Zeit der Welt. Also manchmal ist das schrecklich. Aber wenn die ganzen Missionen durch sind, dann könnten wir uns rein theoretisch Feld 6 kaufen und das Hofsilo. Vielleicht sollten wir uns dann doch da oben, wo das Hofsilo ist, Tiere und so hinpflastern. Weil wenn wir Feld 6 haben, können wir dann unten... Nee, warte mal. Doch, da können wir ein Hofsilo hinknallen. Doch, doch. Haben wir da ein Hofsilo hin und... Tiere. Und dann passt das. Ja, top Ding, Alter. So machen wir das. Oh. Das ist echt ein bisschen blöd, dass das hier nicht so richtig klappt mit Curseplay. Aber man kann ja auch mal was machen. Feld 3 ist zu 10% fertig. Danke. Ja, wie gesagt, Knicklenker nicht meins. Aber ist egal. So, jetzt genießt ihr ein bisschen die Musik und nicht auf zu quatschen. Aber man weiß irgendwann nicht mal, was man reden soll. Das ist einfach so. Also, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß, wenn man jetzt nur noch die Musik hört, ist auch scheiße. Na, wie gesagt, jetzt schon. Wir rocken hier schon das Ding. Und die Folgen werden auch bald hochgeladen, versprochen. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen in Vorproduktion. Ist kurz vorm Urlaub. Vielleicht sollte ich auch noch mal irgendwann noch mal einen Stream anhauen. Was wir aber da spielen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht sie infected oder so. Mal schauen. Mal gucke. Mal gucke. Mal jetzt so einfach mal die Tage mal einen Stream anhämmern und dann lass laufen. Wie juckt denn das? Mich nicht. Also Infected ist eigentlich... ist auch ein schönes Spiel. Kann man auch im Stream spielen. Logo. Na also. Das werden wir, denke ich, mal machen. Also Infected werden wir uns für den Stream lassen. Auf jeden Fall. Oh, dreh. Drehen sollst du dich. Drehen soll er sich. Gib ihm mal ein bisschen hier was von deinem Prieselwasser. Mit den Worten des Bud Spencers. Nicht streicheln. Schlagen sollst du ihn. Pam. So sieht ein richtiger Elfer aus. Klapauz. Immer wieder geil. Ach ja. Geil. Gucke ich heute noch gerne. Ja, gut, wem geht's nicht so, ne? Einfach nur geil. Aber dafür, dass der Typ für die Sorghumhisse so viel Strecke zurückgelegt hat, hat er relativ wenig verbraucht. Also muss man ja mal jetzt ganz ehrlich sagen. Gerade mal 5%. Aber das wird sich noch ändern. Ja, ich glaube, irgendwann müssten wir auch noch mal Holz machen, ne? Sollten wir tun.
den Sonnenaufgang. Naja. Nichts hier vergessen. So. Rum da, rum da, rum da, rum da. Was? Mach da. Es ist halt schade, dass das hier nicht so wirklich abgegrenzt ist. Zu dem Feld. Deswegen ist das auch abgeschmiert, das Spiel. Na ja, gut. Wäre das der Streifen hier nur ein bisschen breiter, wäre das nicht passiert. Kann man jetzt nicht dem Mapbauer dafür die Schuld geben. Ja, also Piano. Obwohl. Ein Stück breiter hätte es ruhig machen können, ne? Aber das wird ja sonst als ein Feld gesehen. Vielleicht war das auch mal ein Feld. Und er sagt sich, oh ne, das war mir zu groß. Ich ziehe da einfach so einen kleinen Strich dazwischen. Und dann war's das. Was natürlich toll ist. Aber dann hätte er ein bisschen mehr aufpassen müssen. Na ja, gut, ist okay, passiert. Nicht jeder ist perfekt. Müssen wir nochmal so festhalten. Ich nicht, ihr auch nicht. Kein Mensch. So, rum da. So, erste Runde fast geschafft. Ja, 6000 Liter für Feld 7? Glaube ich nicht, dass das reichen wird. Obwohl 6%, er ist schon da hinten. Ja. Schon gut. Ja, wir lassen uns überraschen. So. Baumwoll-Johnny Controletti ist auch am Fahren. Top-Ding. Und jetzt gib ihn immer hin und her. Feld 3 ist zu 50% abgeschlossen. Ja. Aber wie lange der Rest dauert, hat keiner gesagt. Das ist nun mal so. Ja. Um Gottes Willen. Ist nicht weiter wild. Wir schaffen das. Gleich bleibt ein Baum hängen, pass mal auf. Was sag ich? Und oh nee. Was wird blockiert? Wer wird denn jetzt schon? Wodurch? Ist das denn jetzt? Mann! Nee, wie sowas?
Ja, ich weiß auch, dass das sich hier nicht viele angucken. Weil es ist nur einfach so, ne? Es musste halt an die großen YouTuber erstmal gegen ankommen. So wie ein Randy oder ein Holger oder wie sie nicht alle heißen. Das ist nun mal einfach so. Ne, das sind hier die LS-Götter, das ist Fakt. Aber gut, sie spielen immer ihre Karten, die sie so sonst so gerne haben. So wie Fat Action zum Beispiel, er und seine MNF Marsch, das ist einfach so. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ne, ist eine klasse Karte auf jeden Fall. Also, hey, die ist leicht ausgenuckelt. Ne, vielleicht sollte er sich mal Gedanken machen, doch nicht mal eine andere Karte zu machen. Auch gerne eine Vierfach-Map und alles drum und dran. Ne, also. Wo die Produktion aber vielleicht von ihm schon verbaut sind. Nicht wie bei der NF Marsch, dass du die alle kaufen musst. Wäre auch mal was Geiles. Einfach mal eine andere Map. Irgend so, was er gerade so. Okay, Feuer frei. So und so will ich das haben. So und so mache ich das jetzt. Mega. Wenn ich es könnte, würde ich es machen. Ich kann es aber nicht. Ne, hier XML-Datei und da und hier und jenes und nö, das ist mir zu anstrengend. Dann spiele ich die einfach lieber, habe ich mehr von. Meiner Meinung nach. Aber das wäre cool. Wenn die halt auch mal, ne, in Fat Action nicht nur die NF Marsch mit Gräben und ohne Gräben rausbringen würde. Oder raus, hat er ja jetzt rausgebracht, hat er ja schon lange rausgebracht. Aber mal was anderes. Eine andere Map. Irgendeine fiktive Map. Ist die NF Marsch ja auch. Ist richtig. Aber einfach mal eine andere. Wie gesagt, die ist ausgelutscht. Das ist einfach so. Da spielen die viele Leute. Um Gottes Willen. Aber wie gesagt, die ist einfach nur noch ausgelutscht. Bin ich ganz ehrlich. Ne, also müssen wir uns nichts vormachen. Das wisst ihr, das weiß ich. Das weiß auch vielleicht Fat Action. Aber die NF Marsch ist sein Baby. Ja. Brauchen wir gar nicht um den heißen Brei herumreden. Wie gesagt. Vielleicht mal eine andere Karte von ihm. Wäre auch cool. Ja, wo man sagt, so, okay, vielleicht zwar eine Vielfachkarte, aber halt mit kleinen Maschinen. Oder einfach mal eine kleine Map, nicht so eine riesengroße. Oder einfach mal eine kleine. Warte mal auf jetzt da. Überall bleibt der Scheiß hängen, Junge. Gott. Wäre auch cool, hundertprozentig. Würden auch die Leute spielen. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Hoppla. Das ist nur meine Meinung und dann ist gut. Jeder hat eine andere Meinung. Ich will auch keinem reinreden, A, habe ich darauf gar keinen Bock. B, ist das einfach so. Dann müssen wir einfach mal so lassen. So sagen. Entschuldigung. So, dann drehen wir mal das Ganze wieder. So. Lassen wir uns Zeit. Hauptsache, der Scheiß wird irgendwann fertig. Und dann ist gut. Ja. Lohndienstleistung auf Feld 5. 95%.
gleich wieder Geld. Wieder Geld. Yippie. Was passt dir denn doch? So. Und einmal rauf hier aufs Feld. Warum hier? So. Diese Knicklenker sind echt nervig. Deswegen würde ich mir... Und dennoch noch die US-Version. Was stimmt denn mit euch nicht? Das sehe ich ja jetzt erst. Guckt euch das an. Verdammt. Ja. Das ist die US-Version. Nicht die deutsche. Nee. Oh, cool. Gibt es davon überhaupt eine deutsche? Ich weiß das gar nicht. Wir müssen einmal kurz zu Feld 5 swipen. Das ist hier. Stopp. Voll geil. Danke, dass du speicherst. Finde ich klasse. Flügen. Feld 1 und Feld 9 noch. Feld 1. Fahr da mal hin. So. Weil theoretisch müsste er ja da hinkommen. Fährt er hier irgendwo gleich auf dem Weg rauf oder so? Was weiß ich. Fährt er zu Feld 1. Ist das bei uns denn tatsächlich? Das ist genau unter uns. Mega. Das ist natürlich geil. Echt wirklich ganz cool. Fällt er da jetzt runter? Nö. Ja gut, das wäre auch falsch, ne? 5. Ja, fahr mal. Machst das schon. Das ist bei uns hier unten. Ja, na toll. Gut, Feld 5 ist er fertig. Dann muss ja nur noch irgendein anderes Feld gemacht werden. Wie sieht es bei ihm aus? 11% und er ist gleich einmal rum. Dafür, dass das so ein Riesenfeld ist, Respekt. Ja, also, besser geht's durch. Denn Johnny müsste hier irgendwo nicht auftauchen. Da hinten müsste er irgendwo fahren. Naja. Irgendwo wird er schon rausgeschossen kommen. Rein theoretisch müsste er hier gleich irgendwo angeschossen. Ja, da hinten kommt er schon angeschossen. Irgendwo da hinten fährt er. Ja, dann machen wir halt Feld 3 und Feld 1. Den kaufen wir uns immer halt Feld 1 und Feld 3 und verbreitern das da einfach ein bisschen und dann ist gut. Oder wie auch immer, wie wir das machen. Schauen wir mal. Ja, ich denke mal einfach nur ein bisschen verbreitern und dann... Top Dick.
du eigentlich? Weil fährt aber auch ein riesen Umweg, der Typ. Wie gesagt, dann machen wir den Pferd, den Streifen dann ein bisschen weiter und dann top Ding. Na gut. Schön auf dem Weg hier sein. Oui. Wo ist. Ach, hier, guck mal. Da wird der Kollege auch irgendwann mal von denen hier aufgehalten. Dann nimmt. Ey, so gut. So. Wo ist der andere? Wo ist er denn? Okay. Das gleich einmal rum. Hat noch. Ja, 86%. Top Ding. Schwank hier mal nicht so rum. Du hast nicht getrunken. Das ist auch gleich da, ne? Ja, ja, da ist er. Und er ist da. Angekommen. Ne, falsche Taste. So. Ach siehst du, dann können wir Feld 5 einmal abschließen. Nee, das will ich nicht. Lass das mal. So, dann haben wir da schon mal wieder Ruhe. Haben 293.000. Passt. Wir kommen unserem Ziel näher. Viel näher. Nur ca. 90.000 Euro brauchen wir. Sache. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. In den nächsten Folgen definitiv. Das lassen wir uns fürs nächste Mal. Warte mal, den nehmen wir auch noch mal ein Stück zur Seite. Nicht, dass er den hier umrumpelt. Den Typen hier. So. Wo steht der Kollege? Da warst du doch schon. Fährst du jetzt noch eine Runde oder was? Wisst ihr was? Den lasse ich einfach machen. Der verbraucht ja jetzt gerade nichts, also alles gut. So. Hier ist dunkel. Und das letzte für heute. Das dürfte ja mit dem nicht allzu lange dauern. Rein theoretisch. Oder? Na gut, ich habe nichts gesagt. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Jetzt verbraucht er wieder. Verstehe ich nicht. Okay. Zack. Warum fährt er denn aber nur 8 km/h? Der
etwa gar nicht dafür ausgelegt? Wir haben hier den Class Axiom, glaube ich, ne? Nee, den nicht. Ist das ein kompakter? Jetzt machst du mich aber nervenschwach. Tatsächlich. Verdammt. Und die Maschine braucht. Alles klar, Digi. Stopp. Häng die mal ab. Wir brauchen hier definitiv einen anderen. Das fällt mir jetzt erst auf, dass er so lange braucht. Verdammt. Aber der. Warte mal. Was braucht denn der Flug? Für eine PS-Zahl. 360. Ja. Machen wir das denn am blödesten? Verdammte Axt. Ich schicke den hier erstmal zurück zum Hof. So, fahren wir zum Hof bitte. Ach nee, der kommt da hier schon wieder nicht klar auf den Trip hier. Muss ich mir selber rausfahren. Oder? Kommt der hier klar auf den Trip? Auf den Trip kommt der hier klar. Das ist geil. Ich hab. Ey, wir haben auch keinen anderen, ne? Was haben wir denn an. Wir haben echt nur die zwei? Verdammt. Na gut. Ja, wie gesagt, ich würde mir. Wir wollen uns ja anderen zwei Dinger da holen. Da bringt das jetzt nichts. Jetzt mal, ohne dich jetzt erstmal Geld auszugeben. Ach scheiße. Er braucht 230 PS, das Ding? Fuck. Das ist jetzt mal echt zum Kotzen. Na gut. Dann lassen wir den erstmal da stehen und dann. Arschlecken. Ach, verfluchte. Ja, das ist das, was mich immer ein bisschen so ankotzt, ne? Aber ist okay. Passt schon. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie viel PS hat der denn überhaupt? Kompakt. 145. Du ahnst es. Kollege, stehen bleiben. So, was hast du jetzt am PS konfigurieren? 145. Wenn ich dich nehme. 205 bringt uns auch nichts. Na gut. Fahr weiter zur Tankstelle. Wie gesagt, wir werden uns ein Dings holen. Feld 3. Ja. Nee, Feld. Entschuldigung. Feld 6 und das Hofsilo und dann sind wir mit durch. Fährt er da jetzt hin? Ja, wenn er da hinfährt, ist auch egal. Es ist schön, hier lang zu fahren. Ja, das werden wir uns auch noch kaufen, dann werden wir das verbreitern und dann ist es schön schick.
Kennt ihr das? Ihr sitzt davor so vorm Flug. Und die Augen werden schwer? Alter, das ist schlimm. So geht es mir nämlich gerade. Verdammt. Aber wenn wir die Mission durchhaben, könnten wir uns rein theoretisch Feld 6 kaufen. Natürlich gut. Einmal, wir hatten doch noch Düngemissionen, ne? Dünger? Hör mal auf, mach mal hier fertig. 11 und 12. Tatsächlich. So. Bevor er hier nicht mit den Düngerstreuer klarkommt. Doch, den dürfte er schaffen. Den dürfte er schaffen. Rein theoretisch. Weil wenn wir jetzt nämlich ihn noch düngen lassen, jetzt müssen wir mal bloß gucken, welchen. 6200. Wir werden... den anklemmen. Den anklemmen. Den werden wir einmal hier entladen. Top Ding. Hi. Alter. Schiebt ihn noch nicht so weit zurück. Manchmal ist es schlimm, ne? So. Den zotteln wir jetzt noch ein Stück vor. Rein theoretisch dürfte er das jetzt noch schaffen. Dass wir unser Feld 6 kriegen. So. Dann hängen wir den anderen an. Und die drei laden wir ein. Da noch. Ist alles das gleiche. Also Top-Ding. Oh, füll mal auf. Füll mal auf. Und füll mal auf. So. 8300 Liter. Sollte reichen. Jetzt brennen wir einmal fix zu Feld 11. Schmeißen Curseplay an. Top. Feld 11 und Feld 12. Dann haben wir unser Feld 6. Bombe. So wie wir das wollten. Und dann haben wir Raps. Ich glaube, Raps war da drauf. Raps oder Sojabohnen. Eins von den beiden ist ja auch scheißegal. So. Fix. Wo ist er? Wo ist er? Da oben. Da. Öffnen, schließen, ein Vorgewinde, Abfahrt. So, nah ist der erste Spur hier, Freund der Sonne. Wir müssen einmal kurz hier zu halt. So, jetzt. Feld 6. Feld 6 ist 100% gedüngt. Raps ist drauf. Unsers. Das können wir nämlich gut gebrauchen. Das ist Wachstumsphase 4 von 8. Top Ding. Weil wenn er nämlich fertig ist, das dauert nicht lange, könnten wir uns das nämlich rein theoretisch holen. Ja, so machen wir das. Und dann ist gut.
So haben wir schon mal Raps. Haben ein Feld, was wir schon mal zumindest bewirtschaften können. Wo denn als nächstes? Oh, aber ich weiß auch noch nicht, Hafer. Hafer rauf machen. Gras, Mais. Weizen. Oh, ich weiß auch noch. Nein. Hier. Feld 1 ist zu 40% abgeschlossen. Ja, wie gesagt, mit dem Gruber geht das schnell. Flug. Was auch immer. Whatever. Jo. Und schon zu 10% abgeschlossen. Perfekt. So, er sammelt weiter Baumwolle. Top Ding. So, wir machen jetzt hier weiter. Das Feld holen wir uns jetzt noch. Also, da kann ich ja nichts. Auch wenn es noch ein bisschen länger dauert, aber das ist mir egal. Das will ich noch haben. Erstmal mit durch. So haben wir 3 Folgen. Die werden dann, wie gesagt, auch bald hochgeladen. Vielleicht kommen wir mal 1-2 Aufrufe mehr dabei rum. Wer weiß das schon. Feld 1, 50%. Top. Top, top, top. Schon mal bei der Hälfte. Wir könnten es noch schaffen, dass beide Missionen heute fertig werden. Wie gesagt, er braucht Feld 11 braucht er nicht lange. Und für Feld 12 genauso wenig. Wir können uns dann Feld 6 kaufen, ist zu 100% gedüngt. Vierte Wachstumsstufe. Perfekt. So machen wir das. Wenn wir nämlich eine von den beiden Missionen als erstes fertig haben, haben wir nämlich einen kleinen Puffer, was ganz gut ist. So, welches Feld müsste denn nämlich noch gemacht werden? Ich glaube Feld 9, ne? Glaube ich. Weiß das nicht mehr. Werden wir sehen. Feld 9 muss, glaube ich, auch gepflügt werden. Aber Feld 2 ist Kollege Schnürschuh am Werk. Was sagt es bei ihm? Baumwolle? Ja, passt schon. 5 km/h, 0 km/h, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, sammeln mal. Feld 11, 32%. Alter, der holt uns ja gleich ein. Verdammt. Ja, na gut, soll er. Ist nicht schlimm. Das ist nicht weiter wild. So. Ja. Feld 11, 42%. Let's go. Hört uns gleich. Der Typ. Ja. Cool. Definitiv echt cool.
Ist ja egal, wie es aussieht, Hauptsache es ist gemacht. Mir, wie gesagt, mir ist es egal, wie es aussieht. Im Endeffekt, wenn du es eh abschließt, ist es. Sieht es ja sowieso so aus, wie es sein soll, also von daher. Ist mir das egal. Maß des Wortes egal. Egal. Regal. So. Sag mal an hier. 70%. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. So, einmal anheben die Kalesche. Die Kalinke. Alter, nicht so schnell. Alter Rowdy. Sage mal. Wie gesagt, das ist leicht übertrieben, ne? Aber es ist gar nicht schlimm. Ja, bei den Fällen ist es halt angebracht bei so etwas Großem, ne? Kannst du sagen, was du willst. So. Und so. Und fertig. So, jetzt hier noch ein, zweimal rum und dann dürften wir auch damit durch sein. Hoffentlich. Wie gesagt, das Feld holen wir uns heute noch. Also, steht fest. Das Feld will ich heute noch haben. Ne, also, da mache ich auch kein Hehl draus. Wir sind jetzt so kurz vorm Ziel, das könnten wir noch schaffen. Na, fällt 81%, brauchen wir noch 20. Der andere ist zu 52. Und der hat uns doch nicht mehr ein. Wir haben 30% Vorsprung. Na, oder 28. Ach ja. Gott. Ja, wenn man schlafen könnte. Naja, so ist das. Aber okay. Was hat er? 62%. Ach ja, spielen entspannt. Kommt drauf an, was man spielt, ne? 91. Kommen noch die 9% schaffen wir jetzt auch noch, ne?
Sollten wir auch gleich haben, die 9%. Rein theoretisch. Kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir warten mal. Dürft gleich kommen. Ja, diese obligatorischen oder diese obligatorische 1% immer. Oh, nervig. Denkst, bist gleich fertig und dann noch 1%, noch 1%, noch 1%. Bis sich dieser Prozent so gefühlte 10 Minuten hinzieht. So. Das war. Danke fürs Speichern. Feld 1 abschließen. 328.000. Bam, Digga, unseres. Wir benutzen Feld 6. So, ja, ich weiß, ich fahre ja schon. Man ist doch gut. Warte mal, heb mal an die Hütte. Warte mal, wo muss er jetzt hin? Feld 3. Feld 3. Ach, nicht Feld 3, bin ich denn behämmert. Feld 9. Feld 3. Gott. Fertig in der Welt. So. Aber ich würde sagen, gib Gas, Diggi. Digga, wo drivest du denn hin? So, und jetzt? Ja. So, aber ich würde sagen, das war's für heute. Genießt diese schöne Landschaft. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl, haut rein. Auf Wiedersehen und ciao.